Was ist eigentlich Dummheit? Zwei Denker haben dazu interessante Ansichten entwickelt. Dietrich Bonhoeffer und Carlo Cipolla. Jeder betrachtet Dummheit aus einer eigenen Perspektive. Doch wenn man ihre Gedanken zusammenführt, erhält man ein überraschend tiefes Bild davon, wie Dummheit entsteht und wie sie uns alle betrifft. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer war der Meinung, dass Dummheit weniger eine Frage von Intelligenz ist, sondern vielmehr mit dem sozialen Umfeld zu tun hat. Er sagte, dass Menschen besonders dann dumm handeln, wenn sie unter starken äußeren Einflüssen stehen, etwa unter Autorität oder Gruppenzwang. Ein Mensch, der allein denkt und entscheidet, kann durchaus kluge Entscheidungen treffen. Doch wenn Menschen sich in eine große Gruppe einfügen oder einer starken Führung folgen, kann ihre Fähigkeit zur Selbstkritik und zum Hinterfragen schwinden. Bonhoeffer nannte diese Art von Dummheit gefährlich, weil die Betroffenen oft gar nicht merken, dass sie dumm handeln. Sie fühlen sich sicher und moralisch im Recht, einfach weil die Mehrheit oder eine Autorität ihnen dies vorgibt. Carlo Cipolla, ein italienischer Wirtschaftshistoriker, sieht das Thema etwas anders. Er betrachtet Dummheit als ein Verhalten, das der eigenen Person und der Gesellschaft schadet. Cipolla formulierte 5 Gesetze der Dummheit. Eines der zentralen Gesetze lautet, dass dumme Menschen oft ohne Grund und ohne Vorteile für sich selbst Schaden anrichten, sowohl bei anderen als auch bei sich selbst. Laut Cipolla kann Dummheit besonders problematisch sein, weil sie unberechenbar ist. Ein intelligenter Mensch verfolgt in der Regel seine eigenen Interessen, auch wenn das manchmal egoistisch sein kann. Ein dummer Mensch hingegen kann jederzeit und ohne erkennbare Logik handeln, wodurch seine Taten unvorhersehbar und oft zerstörerisch sind. Obwohl die beiden Denker aus verschiedenen Richtungen kommen, gibt es interessante Gemeinsamkeiten. Beide sehen Dummheit als eine Kraft, die nicht nur einzelne Menschen betrifft, sondern ganze Gesellschaften. Bonhoeffer und Cipolla warnen beide davor, dass dumme Handlungen oft größeren Schaden anrichten können als absichtlich böse Taten. Doch wo Bonhoeffer den Ursprung der Dummheit in den sozialen Strukturen sieht, beschreibt Cipolla das Verhalten und die Konsequenzen der Dummheit. Zusammengenommen ergibt sich ein klares Bild. Dummheit entsteht oft durch einen Mangel an Reflexion und die unkritische Übernahme von äußeren Einflüssen, wie Bonhoeffer beschreibt. Zugleich können dumme Handlungen, wie Cipolla betont, überall und jederzeit Schaden anrichten, weil sie oft unberechenbar und irrational sind. Wenn Menschen sich in Gruppen sicher fühlen, ohne Dinge zu hinterfragen, handeln sie manchmal wie ferngesteuert, ohne wirklich nachzudenken. Gleichzeitig führen dumme Handlungen in der Gesellschaft häufig zu Schäden, sei es durch fehlgeleitete Entscheidungen in Unternehmen, im öffentlichen Leben oder sogar im privaten Umfeld. Bonhoeffer war überzeugt, dass Bildung und eigenständiges Denken ein Weg sind, der Dummheit entgegenzuwirken. Wenn wir lernen, selbst zu reflektieren und kritisch zu denken, sind wir weniger anfällig für blinden Gehorsam oder Gruppenzwang. Cipolla würde ergänzen, dass wir uns bewusst machen sollten, wie irrationales Verhalten die Gesellschaft schädigen kann. Wer die möglichen Konsequenzen seiner Handlungen versteht, wird eher kluge Entscheidungen treffen. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen mehr auf Bonhoeffers und Cipollas Gedanken hören. Wenn wir lernen, Dinge kritisch zu hinterfragen und die Auswirkungen unseres Handelns zu bedenken, könnten wir, so hofften es jedenfalls Bonhoeffer und Cipolla, einige der größten Probleme vermeiden, die Dummheit uns beschert.